Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir Part 3 abgeschlossen, Stardust Crusader. Und jetzt machen wir uns auf in Part 4, Diamonds Unbreakable. Ab hier müsste das Wissen von einigen Leuten, die jetzt nicht gerade den Manga lesen und nur die Animes gucken, aufhören. Deswegen Spoiler Alert ab hier. Und ja, ab in Part 4. Bams. So, dann machen wir mal die erste Episode, die rechte Hand, was? Episode 1, die schreckliche rechte Hand, ja. Der Typ mit dem overpowerten Stand überhaupt. 1999年日本、Sしもりお町に住む不良の高校生東方丈介。 Warum steht da Josuke Hishikata 4? Lebt in Morio einer Wohnung? Egal. Karewa, Joseph Joestar no Kakushigo de Ari. Ketsuen Jo wa Kujo Jotaro no Oji ni Ataru. Ja. Arutoki, Josuke wa Jotaro to Deai. Morio Cho ni Semaru Kiki o Shirasareta. Sono Chokugo, Stando Tsukai ni Shite, Satsujinki Katagiri Anjuro, Tsushou Angelo ni Yori. Warum steht da Josuke 4? Ich weiß, es gibt im Part 8 auch einen Josuke, aber trotzdem, er muss doch nicht hier erwähnt werden. Ach ja, der Typ, genau. Der so eine Attraktion wurde. Ja, der Pfeil und Bogen. Den hat angeblich auch Dio benutzt, oder Dio hat so eine alte Frau damit beauftragt, diesen Bogen zu benutzen, um andere Stand-User zu erschaffen. Auf dem Weg nach der Schule nach Hause werden Josuke und seine Freunde Koichi Hirose unerwartet von den Nijimura-Brüdern angegriffen. Diese Brüder waren für die Verwandlung der Einwohner in Stand-User verantwortlich, auch für Angelo. Der ältere Bruder Keicho befiehlt dem jüngeren Bruder Okyaso den Stand die Hand anzuwenden, um Josuke zu töten. Einer der überpowersten Stands überhaupt. Die Stimme kenne ich. Okay, Crazy Diamond. Dora! Aber der Stand, der alles heilen kann, außer sich selbst. Okay. Also ich verstehe. Geil. Der ist, glaube ich, am Ende erst eingesetzt. Egal. Oh nein. Okay. Dacht schon, was passiert denn da? Der hat keine Probleme. Ja, bevor er wieder einsetzt. Wir sind wunderschön. Vielleicht bloß nicht in seine Haare, der macht euch fertig. Was passiert eigentlich, wenn ich nicht den Stand rausnahm und trotzdem so kämpfe? Irgendwie nichts, ne? So sind die Gegner jetzt wieder schwächer. Ich glaube, Part 3 müsste eigentlich der schwierigste sein, weil der am längsten ist. Part 4 müsste aber eigentlich auch lang sein, oder? Weiß nicht, irgendwie viele Charaktere wir hier kämpfen müssen. Okay, da kann ich irgendwie so angreifen.
Wie aggressiv das anhört. Ohne Rundenverlust gewinnen. Okay. Ich werde mal wirklich ein paar neue Sachen kaufen. Ich habe jetzt wieder so viel Geld. So, wer kennen wir denn am nächsten? Shining Diamond. Was? Haben wir auch Crazy Diamond hier umbenannt. Boah, ich freue mich schon. Mein Lieblingsbösewicht kommt in dem Teil vor. Darauf freue ich mich schon. Die Nijimura, die Nijimuras hatten die Einwohner in Stand-User verwandelt, weil sie hofften, dass jemand von ihnen gelingen würde, in einen Monster verwandelten Vater zu töten. Josuke aber schlägt ihnen vor, eine Kraft zu finden, die ihren Vater retten kann. Kurz darauf wird Keiichi jedoch von einer elektrischen Kraft namens Chili Pepper getötet. Red Hot Chili Pepper. Alsbald treffen Joseph Joestar, Josukes Vater, in Morio. Alsbald darauf, Joseph Joestar, Josukes Vater in Morio eintrifft, erkennt er, wer Bogen und Pfeil gestohlen hat. Schon bald weiß er aber auch Red Hot Chili Pepper, dass er in die Stadt ist. Boah, das ist so schwer, hier die ganzen Namen richtig alle auszusprechen wieder. Okuyasu nutzt die Teleportfähigkeit in der Hand, um seinen Erzfeind zu jagen. Okay, ein Rundenkampf. Also die Stimme, die man überall wieder erkennt. Der Typ aus Bleach hier. Der Kahlköpfe. Hör mal. Wie er geguckt hat. Wenn der Typ nicht so ein Idiot wäre, ne? Also den ich hier spielen würde, dann wäre der stärkste Stand-User aller Zeiten. Was machst du da? Auf damit. Bei denen sein Stand kann, keine Ahnung, den Raum entfernen. Und dann ist es sowas von überpowered. Was? Falscher Charakter. Ja, da ist doch die eine. Oh mein Gott, der Typ wurde von Händen in die Hölle gezogen. Während der... Wow, SSS. Während er von jemandem erledigt wurde, dessen Stand-Name der Hand ist. Okay, das war relativ schnell. Ich glaube, Josuke kämpft auch nochmal gegen den. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie der normal hieß. Der Typ mit der Gitarre. Rock'n'Roll Retter. Sehr gut. Okuyasus Sieg scheint schon sicher. Aber Red Hot Chili Pepper hat Okuyasu dazu verleitet, die elektrische Kabel im Boden freizulegen. Durch diese elektrische Zufuhr gestärkt bringt die Kraft Okuyasu eine fast vollständige Niederlage bei. Josuke und seine Freunde eilen zum Hafen von Morio, um Joseph Joestar im Kampf beizustehen. Dort treffen sie auf Red Hot Chili Peppers Meister, Akio Otoishi, der sich Josuke und Koishi endlich offenbart. Akio vertraut auf die Fähigkeiten seiner Kraft und gewährt Josuke den ersten Angriff, einen mächtigen Schlag mit der Kraft Shining Diamond. Crazy Diamond. Spielerangriff gesenkt. Warum? Okay, ist gut. Ich guck dich gerne an und deinen Stand auch, aber trotzdem. Ameise? Ich würde bei dir gerne mal meinen Super-Dingen einsetzen. Okay, wollte schon sagen. Wow. Natürlich hier überhaupt ein Ding einsetzen. Hier habe ich überhaupt diese Wand nochmal gemacht. Okay,
Okay. Oh Mann, ist das denn sein Ulti? Anscheinend nicht. Na warte. Dafür gibt es eins in die Fresse. Ich weiß nicht, ob das reicht, um den zu erledigen. Jetzt aber. Crazy Diamond! Er ist voll geheilt, was? Voll aggressiv! Nein, der ist nicht tot! Brand. Verreck! Bams! Meine Güte! Crazy Diamond ist auch cool. Der Typ ist ein Weißmager, der dir in die Fresse schlagen kann. Ah, okay, cool. Das Gesicht. Oh mein, gedrückt gehalten. Jetzt gucken, ob irgendwas passiert. Ma, okay. Oh nein. Oh nein. Das ist aber den sein Ultimate, oder? Ah, oh, nee. Fällt gerade auf, wir haben von Dio gar nicht die Dingens gesehen. Verdammt. Ah. Wurde ich. Ma. Jetzt reicht. Mitten in die Fresse. Zack. Schon wieder da gelandet. Dramatisches Ende. Müsste ich im Endkampf machen. Sehr schön. Im Knast würde ich mich sicherer fühlen. Akari, Akari, okay. Akari oder Akira? Jetzt in der Aufnahme so jetzt gelesen. Ganz schnell. Es kann ja nur noch einer da kommen, oder? Ah ja, genau. Den gibt es ja auch noch. Akira, okay. Akira wird in das Gefängnis geschickt und Bogen und Pfeil wird gesichert. Wenige Tage später besucht Koichi das Anwesen von Rohan Kishibe, einem berühmten Manga-Künstler, der kürzlich erst nach Morio gezogen ist. Auch Rohan ist ein Stand-User. Er versucht die Kraft Heaven's Door auf Koichis anzuwenden, um diesen in Material für Mangas zu verwandeln. Aber Koichi wehrt sich und setzt seine eigene Kraft Reverb ein. Wat? Echos. Ja, schon Act 3, meine Güte. Der ist schon Act 3, ich weiß ja gar nicht. Meine Güte, sehr schnell. Mein Gott, sein Stand ist so groß wie meiner. Wie ich, meine ich. Habe ich den schwerer gemacht? M-I-S-T. In seinem Stand ist er die ganze Zeit am Fluchen, stimmt. Ja.
Komm mal her. Bam. Was passiert hier? Ach, der Blitz. Oh Mann. Ah! Oh nein, 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 nein. Nein, jetzt kommt er mit sein. Wer ist, wenn ich das mache? Und zack. Bams. Sehr gut. Der ist so klein, ne? Oh Manga, ist der so klein, der Typ. Der ist irgendwie. Gewitter. Mir ist irgendwie. Ich habe irgendwie allgemein irgendwie gedacht, im vierten Part sind die Charaktere irgendwie kleiner geworden nach der Zeit. Da war auch noch so ein anderer Typ. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der ist auf einmal geschrumpft. Also überhaupt so ein intensiver Kampf zwischen den beiden? Ich glaube, zwischen gar keinen irgendwie, ne? Bei Rohan. Nein. Wie hat das gezeichnet? Hat er schon überhaupt Act 3? Ich weiß ja gar nicht. So, nochmal die Blitze bitte. Auch viel später erst passiert. Schade, dass nur einmal gemacht werden kann. Ah, ich muss erst mal gucken, wie er funktioniert, Mann. Ich habe gerade irgendwas gemacht. War. Nein, ich bin eigentlich tot, sich. Oh nee. Sollte ich vielleicht nicht einsetzen, dann kann ich vielleicht gebrauchen gleich. Nein, nein. Ah. Macht der mich noch fertig? Verdammt, jetzt kriegst du auf die Fresse. Was? Warum habe ich denn jetzt den Act 2 oder Act 1? Ja, das ist Act 1 oder 2, glaube ich. Das ist Act 3. Eigentlich auch kein schlechter Stand, finde ich. Ach, wenn ich den Stand nicht draußen habe, dann kämpfe ich mit Act 1 und so. So, ich glaube, ich sollte mal aufhören, hier rumzualbern. Nein, 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 nein. Mach keinen Mist hier. Danke. Ich bin immer noch blöd, dass er Kraft genannt wird und nicht Stand. Okay, Koichi und nächste Episode. Ich würde sagen, wir haben jetzt 19 Minuten. Ein Kampf können wir zwar theoretisch noch schaffen, aber ich möchte mal wieder ein paar Sachen kaufen und so. Also jetzt kommen wir ja irgendwie nie dazu. Ich bin mir sicher, irgendwie im nächsten Part schaffen wir den Rest von Part 4 noch. Aber davor tun wir jetzt mal hier alles kaufen. Moment hat hier schon wieder angezeigt. Egal. So, 3D-Modell, 2D-Artworks. Battle Tendency, okay.
Silberner Wagen, das ist doch Part 3. Kaufen wir mal hier alles für Part 1, 2. So, ist das jetzt weg zum Kaufen oder? Ja, okay. Kaufen wir auch alles von Stardust Crusader. Was sehr viel teuer ist. Dann gucken wir uns halt so ganz am Ende vielleicht mal alles an, wahrscheinlich. Normale Bekleidung, okay. Sonnenbrille, Wamu. So, Dio normal, The World. Kann ich auch die Stands angucken? Das ist auch mal geil. Und teuer, egal. So, Hintergrundmusik. New York, Jojo, okay. Stardust Crusader. Wie gut, dass man so nach Part kaufen kann. Man könnte theoretisch das gesamte Spiel spielen, ohne vielleicht die anderen Parts alle zu spielen, ne? Könnte auch theoretisch nur... Lass uns Tee trinken und etwas plaudern, okay. Man könnte auch eigentlich theoretisch nur... ja, Part 1 und 2 oder nur Part 3 oder so spielen. I am. Voll krank. Jetzt sowieso die krassesten Posen, habe ich das Gefühl. Ich frage mich, ob man auch andere Kostüme oder so bekommen kann. Aber es gibt ja nur einige Modus. Ich spiele bis jetzt nur den Story-Modus. Werden wir ja alles sehen irgendwann. Und da meinen ihr nur alles freigeschaltet. Das ist alles offizielle Artwork für das Spiel oder allgemein für die Serie auch. Sieht mir mehr so fürs Spiel aus. Okay. Ultimative Lebensform, Jotaro. Okay. Sehr schön. Yes, I am. Shishin Thread, Kakyoin. Okay. Als alternative Kostüme oder was? Iggy. The Fool, Whole Horse, The Emperor, Vanilla Ice. Sieht man ja alles jetzt noch nicht. Ach, die Dinge sind jetzt erst zum Dingens hier. Upsala. Nicht spoilern. Okay, dann beende ich den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Jojo's Bizarre Adventure. All-Star Battle, warum vergesse ich das? Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.